Jo Leute, willkommen zurück zu Factorio und unsere Anlage läuft immer noch nicht vollautomatisch und das wollen wir diesen Part mal ändern. So, wie ich das Ganze machen möchte, das wird ein bisschen tricky. Ich möchte, dass hier hinten, erstmal brauche ich, okay, ich rechts klicke. Macht er 5 auf einmal davon. Perfekt. So. Nee, falsch rum. So. Einmal das. Okay, gut. Jetzt muss ich einmal kurz warten. Ich möchte einen Förderer hier hinsetzen, dass der so da lang fördert. Kann ich eigentlich jetzt schon machen. So. Und ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Funktioniert das? Ich glaube nicht. Der muss, glaube ich, erst auf eine Kiste drauf. Wir werden sehen. Kurz hier in die Kiste. So. Fördert er das direkt daraus? Er fördert das direkt daraus. Jawohl. So wollte ich das sehen. So wollte ich das hier sehen. Das Problem ist, der fördert gerade nicht so viel. Also der hier fördert nicht so viel, dass da hinten was ankommt. Das heißt, ich muss einmal alles vollpacken, glaube ich. Bevor... So, der ist voll. Das heißt, der wird nicht mehr fördern. Okay, perfekt. So, zack. Und einmal zack. Das, das. Und dann setze ich hier zwischen einfach ein paar Hände. Und damit sollte das theoretisch... Sobald einmal... Ja, das sollte laufen. Das sollte theoretisch laufen. So, hier haben wir auf jeden Fall genug Kohledurchsatz. Wir könnten das natürlich auch so machen, dass das alles sich selbst versorgt. Aufgeschissen. Machen das so, dass das Ding sich selbst versorgt. So. Wir haben genug Fließbänder. Das dürfte auch so funktionieren. Wie gesagt, das mache ich bei Kohle. Das mache ich dann später nicht nochmal bei, bei Strom mache ich das dann nochmal anders. Aber im Moment, Kohle soll sich halt selbst versorgen können. Sollen sich halt alle selbst irgendwie versorgen können. Das kann ich am besten so bei Kohle machen. Und so funktioniert das nicht. Sehr schön. Jetzt fließt's. So. Jetzt. Perfekt. Die muss ich unbedingt noch verschnellern. Also die, da brauche ich die schnellere Variante von. Zack. 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 Ein Teil der Kohle muss dann... Ich würde sagen, sogar ein zweites Fließband. Ne, wir machen das anders.
Wir setzen das da ein. Oh, ich habe hier auch Kupfer. Cool. Ich habe hier Kupfer. So. Du, du, du und du. Ihr werdet die Stars fürs Eisen. So, einmal das Ganze hier lang fördern. Dahin, dahin. Zu weit weg. Dahin. Und das Ganze geht dann einmal hier lang. So. Und das geht dann hier entlang. Nee. Nee. So. Okay. 1, 2 und da lang. Und dann sollten wir einen Greifer nehmen. Ich würde sagen, zwei Greifer nehmen. Und den Mist hier nochmal. Die den ganzen Mist dann gleich versorgen. Aber erst einmal nehmen wir hier die 100er Stacks immer raus. Warum kommt hier... Achso, hier hinten kommt kein Eisen an, weil kein Eisen mehr gefördert wird. Das heißt, ich brauche unbedingt mal Eisen. So, hier scheint alles noch relativ gut zu laufen sogar. Überrascht mich sogar. Sehr schön. Das Schöne an den Dingern ist, die beladen sich halt mit Kohle sogar selbst. Also es ist immer dieses, was der gerade gemacht hat, dieses in sich selbst laden. Und das nimmt mir halt nochmal so ein bisschen Arbeit ab. Okay. Wunderbar. Kohle, Kohle, Kohle. Weg. 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 Und dann würde ich sagen, erstmal Fließbänder. Es geht hier so zügig jetzt gleich, dass ich erstmal Fließbänder machen kann. Ganz gemütlich. Blöd ist natürlich, dass er jetzt erstmal 222 von den Dingern macht. Kannst du in der Kurve nicht... Okay. In der Kurve funktioniert das offensichtlich nicht. Dementsprechend muss ich das anders machen. Aber erst einmal wird das ja gemacht. So. Okay. Das dürfte jetzt ganz allmählich. Okay, da haben wir das. Wir gehen mal hoch, gucken, wie unser Stein. Der dürfte eigentlich alle sein. Gehe ich ganz schwer davon aus. Ich nehme es ganz schwer an, dass der Stein alle sein dürfte. Ja. So. Aber Stein haben wir schon mal, die Ressourcen. Und da baue ich dann später auch nochmal das Kohlefeld auf, dass ich da den Stein kriege. Und dann schauen wir mal.
Ein bisschen blöd ist es natürlich, dass die ganzen Rohstoffe endlich sind. Also irgendwann ist hier Feierabend mit Kohle. Dann ist hier kein Kohlefeld mehr. Das ist ein bisschen blöd. Ah, okay, Moment. Die kriegen ja, die haben nie Kontakt mit Kohle. Okay, das heißt, hier kommen auf jeden Fall Erzförderer hin. So. Die muss ich noch einmal per Hand beladen. Die werde ich jetzt noch mal per Hand beladen. Mal gucken, wie wir das so machen. Aber inzwischen sind die Förderbänder auch endlich fertig. Das heißt, hier können wir auch. Moment, nee, das ist ja blöd. So ist das sehr viel schlauer. Und dann machen wir das so. Kohle raus, Kohle rein. Das Ganze als Kreislauf, perfekt. Ich muss unbedingt Strom machen, weil sonst funktioniert das ganze System hier nicht. Ich glaube sogar, dass einer reichen dürfte. Ja, ich denke, einer reicht. Um das am Laufen zu halten, dürfte einer reichen, denke ich mal. Und dann kommt hier hinten nämlich auch was an. Gut. Okay. Hier hinten kommt jetzt auch so langsam wieder Eisen an. Hier die Kohlemaschinerie läuft. Die läuft sogar zu gut, finde ich. Das heißt, theoretisch kann ich anfangen, Kupfer abzubauen und dementsprechend Strom herzustellen. So, dazu brauche ich Heizkessel, Dampfmaschine. Eine Dampfmaschine und ich glaube 5 Heizkessel. War es so rum? Ich glaube 5 Heizkessel reichen für die Effizienz maximal. Aber ich versuch's einfach. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Muss ich ehrlich gestehen. Aber, achso, Moment, ich habe die Pumpe vergessen. Die Pumpe, Offshore-Pumpe. Die Schaltkreise brauche ich Kupferkabel, das heißt, ich brauche erst noch die Kupferplatten. Okay, gut. Das heißt, ich brauche wirklich erst die Kupfermaschinerie. Muss ich erstmal auf den Weg bringen. Gut, das ist echt ärgerlich. Gut, dass die nachher alle mit Strom betrieben werden. Also die Dinger kann man auch mit Strom betreiben, dann geht das sehr viel schneller. Und besser. Und zuverlässiger vor allem. So. Dann brauche ich aber einen Förderer. Machen wir mal. Ah, ne, ich wollte Rechtsklick eigentlich. Ne, blöd. Was brauchen wir denn noch? Ja, Zwischenprodukte. Eigentlich Kupfer, ja. Nur Kupfer. Und das hier ist halt nachher der elektrische Erzförderer. Der ist einfach super. Nee. Ich brauch dich. So, Kupfer. 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 Noch mehr Kupfer. So, das dürfte reichen. So, jetzt brauche ich noch ein paar.
Kapazitäten erhöhe. Und dich. Dann werden wir einmal dich machen. Und dann werden wir den ganzen Spaß auch einfach schon mal automatisieren gleich. Okay. Hier muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich mal so langsam automatische Rausförderer habe. Und auch elektrische Abnehmer. Das geht gar nicht. Dass da hinten die Öfen wahrscheinlich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr in Betrieb waren. So. Und dann machen wir mal 5 Eisenkisten. Macht im Grunde kaum Unterschied. Nur, dass ich halt Eisen dafür brauche. Und nicht mehr die... Die, Holzkisten. Zack, zack, zack. Zack. Naja, ist mir schon klar. Setzen wir mal die dahin. Moment. In eine Metallkiste. Und die funktioniert das eigentlich, wenn ich das direkt dahin? Moment, das muss ich ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. Bin ich mir nicht sicher, aber ich meine nicht. Ne, ich brauche dafür einen Arm. Ist ein anderes Spiel, an das ich jetzt gerade gedacht habe. So, weil dann kann ich mir hier oben immer die Kohle direkt wegnehmen. Was? Nein. Okay. Man kann die overplacen. Cool. Wusste ich gar nicht. Also, man hat dann die Möglichkeit, da auch mehr in die Kisten reinzupacken, aber sonst haben die eigentlich keinen praktischen Nutzen. Wenn man die logistisch nutzt, werden die selten voll. Zumindest am Anfang. Am Ende macht es einen Unterschied, aber auch da, wenn man gut geplant hat, eigentlich auch nicht wirklich. So. Da macht das dann auch relativ wenig Unterschied. Wobei, ich kann das Ganze eigentlich... Ich mache das Ganze noch eine Ecke geiler. Wir machen das... Das wird nachher sowieso an einem Ende gebraucht. Und dementsprechend werden wir da einmal den ganzen Mist in einer Kiste zusammenlaufen lassen. Mit anderen Worten, dann ist der Feier. Achso. Ach, die kommen nicht hinterher. Ja, ist okay. Habe ich mir fast gedacht. Ist die hier, also die hier müssen schneller werden, das müssen elektrische werden, dann läuft das besser. Dann läuft das besser hier. Aber ich habe es fast befürchtet, dass das Problem früher oder später kommen wird. Einmal das. Und dann kann ich nämlich hier hinten... Einmal das hinsetzen, einmal das hinsetzen und einmal das hinsetzen. Und jetzt haben wir halt noch einen Arm, der auch nochmal Kohle braucht, aber ich sag mal, das dürfte jetzt einer der letzten
Arme werden, die noch mit Kohle laufen. Da ist auch noch einer, der mit Kohle läuft. Konnte man die nicht irgendwie einstellen? Konnte man nicht. So ein Mist. So, wie gesagt, die werden jetzt alle mal elektrisch geschaltet. Dann haben wir das Problem gleich nicht mehr. Jetzt habe ich hier keine Kohle. So ein Mist. Ah, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. 5 Stück sind's. Fünf Stück sind das. Das sind sogar 6 Stück. Kann sein, dass der eine aus dem Bild rausgeschnitten war. So. Und einmal. Zack. Das Ganze geht halt auf ein Fließband. Da brauche ich auch noch. Und die werden jetzt erstmal natürlich Kohle betrieben, aber früher oder später wird das sowieso alles elektrisch gemacht. Geht mir jetzt schon auf die Eier. Okay, so. Und zack, zack. Zack. Und zack und zack. So, ich würde sagen, führen wir hier unten lang. Und weil ich weiß, dass ich die später sowieso zusammen brauche, werde ich hier einmal Kupfer und Eisenplatten herstellen. So, achso, ich habe keine Öfen. Das ist das, was mir gerade fehlt im Kopf. So, einmal dich da hinsetzen. Dann setzen wir den und den. Die setzen wir jetzt schon mal ein bisschen auseinander, damit ein bisschen was anderes vorhabe. Und hier läuft es gerade mal gar nicht. Im Endeffekt müsste sich jeder selbst befördern. Funktioniert das irgendwie? Irgendwie muss das doch möglich sein. So, er steckt hier eigentlich gut ein, die ganze Zeit. Und die sind halt dafür da, um sie zu nutzen. Dich. 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 Und dann dich. Ich weiß gar nicht mehr, ob Wasser endlich ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Wasser kann man unendlich viel fördern. Später. Das heißt fördern, also man braucht zum Strom herstellen. So, machen wir das. Machen wir das und machen wir das. So. Hier brauchen wir auch auf jeden Fall nochmal Kohle. Zumindestens für den Anfang brauchen wir da noch ein bisschen was. Noch später brauchen wir da auch noch jede Menge, denke ich. Das heißt, ich werde das
denke ich mal, so machen. Ach, das funktioniert ja nicht. Dich. Dich und dich. Dann brauche ich einmal 5 Stück von denen. Okay. Ach. Ich weiß wieso. Er legt das immer auf die gegenüberliegende Seite. Das heißt, theoretisch müsste es funktionieren, wenn ich das so mache. Dann müsste es eigentlich funktionieren. So, es wird schon wieder dunkel. Ich hoffe, das ist mal diesmal nicht ganz so tragisch. So, und jetzt müsste da die Kohle laufen. Ja, sag ich doch. So, wie gesagt, das wird nachher alles elektrisch gemacht. War, sobald ich hier mal mein Kupfer habe. Okay. Gut, die brauchen erstmal Startenergie. Und die kann ich ihnen so gerade eben noch per Hand besorgen. Genau, jetzt belädt er sich nämlich selbst. Der macht das Gleiche. Der auch. Und jetzt brauche ich noch einmal Energie. Und der belädt sich selbst. Perfekt. Gut. Damit haben wir doch schon mal das Gröbste hinter uns. Okay, Kupfer, 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 Kupfer. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Die Offshore-Pumpe. Und dann haben wir sie? Ja, da ist sie. Die Offshore-Pumpe hier hin. Dann kommen die Heizkessel. 1, 2, 3, 4, 5. Die brauchen halt wieder Kohle. Surprise. Und die brauchen wieder das. Und dann brauchen wir gleich auf jeden Fall direkt einen Abnehmer, weil sonst funktioniert der ganze Spaß nämlich nicht. So, aber Strommasten, das ist erstmal das Wichtigste. Damit wir das auch dahin kriegen, wo wir es hinhaben wollen. So. Die hier können wir schon mal abbauen, würde ich sagen. Alle schon mal abbauen. Wobei, wir werden das System halt noch so ein bisschen weiter nutzen. Aber damit wir gleich Strom haben, überall so, drin. Das ist. Eigentlich habe ich es lieber so. Wir halt ein durchgängiges System haben. Da muss ich halt mal 2 für opfern. Da habe ich dann doppelt so viel Energie. So,
Soweit ich weiß, bringt es nichts, wenn man doppelte Energie hat, aber wir haben sie einfach schon mal. Und jetzt wird's interessant. Hierhin. Hierhin. Reicht das von der? Ja, okay. Dahin. Und dann dahin. Also ist nämlich eine der ersten Sachen, die wir gleich ans Stromnetz anschließen. Da brauchen wir dann halt auch andere Förderer. Aber das erste, was wir ans Stromnetz anschließen, ist Kohle. Moment, der ist soweit. Der muss hier hin. Der muss hier hin. Ah, Moment, nee. Die Kohleförderer sind jetzt nämlich, also die mit Kohle noch fördern, die haben jetzt ausgedient erstmal. So, denn wir brauchen den hier. Und damit der, wie gesagt, erstmal ausgedient. Und der fördert sehr viel mehr. Also wirklich mehr. Das ist die Frage. Wieso? Den setze ich am besten so. Hat halt noch keinen Strom, aber. Trotzdem. Setze ich den einfach mal so, würde ich sagen. Gut, das. Das dahin. Du bleibst. Wobei du gleich. Nee, ihr bleibt nicht. Ihr werdet zu elektrischen Greifarmen. Das Einzige, was ich jetzt noch kurz brauche, ist ein Greifarm, der hier. Nee, falsch. Blöde Konstruktion dann. Den ganzen Spaß nämlich hier rüberlaufen lässt. Und da das hier später ja alles mit Kohle laufen, Strom laufen soll, brauchen die sich auch eigentlich gar nicht allzu gemütlich machen. Aber ich brauche sie halt jetzt noch. So, ich habe aber genug Kohle, um die hier zu starten, würde ich sagen. Okay. Der ist nicht angeschlossen. Ehrlich nicht? Okay. Überraschung. Reicht nicht. Dann einmal so. Kann ich sagen. Achso, da komme ich zwar hin, aber dann einmal so. So, das ganze System sieht schon mal relativ ordentlich aus. Und ich würde sagen, damit haben wir auch schon den Startschuss zum neuen Zeitalter gegeben. Einmal das dahin. Einmal die dahin. Einmal die dahin. Und das ganze System darf ich jetzt noch auf Strom umstellen. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Also bleibt gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Factorio. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.